Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mordheim. Ja, Mordheim, die große Kampagne, sie geht weiter. Und zwar mit den Gossenkriechern mache ich weiter, einem Unterclan von Clan Eschen. Für alle, die meine vorigen Folgen noch nicht kennen, ihr könnt sie gerne in meiner Playlist anschauen. Wir machen weiter. Und zwar versuche ich immer noch herauszufinden, warum ich einige Missionen auf schwer schaffe und einige Missionen auf normal nicht. Ich habe überlegt, vielleicht liegt das ja auch in der Menge an dem von dem Warpstein, das vorhanden ist. Vielleicht sind Levels mit mehr Moorstein, also Warpstein und Warpstein ist dasselbe, nicht verwirren lassen. Das ist einfach hier so, in dem Spiel nennt man das überall Moorstein, aber eigentlich für die Skaven ist es ja Warpstein. So, ja, auf jeden Fall könnte das auch daran liegen, an der Menge an Warpstein in den Missionen, die zur Verfügung stehen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber nun denn. Wie wir hier sehen, wir haben hier schon... Auf welchem Level bin ich überhaupt? Squeefetch 5, 12, 0, okay. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das war hier mit dem insgesamt Level. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, hier seht ihr meinen großen Clan. Und ich glaube, ich kann sogar noch einige Fähigkeiten verteilen. Ach nein, ich habe hier... Oh, das Game ist so unübersichtlich. Kriegermande. Ich weiß nicht mehr, was das grüne Ausrufezeichen bedeutete. Ach ja, das war, glaube ich, dass ich Fähigkeiten lernen konnte. Naja, für die habe ich aber gerade kein Geld. Jetzt erinnere ich mich wieder, weil ich nur im Moment 206 habe. Naja. Gut, wir machen weiter. Und zwar würde ich sagen, mal auf in die Kampagne. Wir haben hier, was haben wir denn hier diesmal? Brutal, Kopfgeldjagd. Außergewöhnlich hoch. Beide Kriegerbanden teilen sich in drei Angriffstrupps auf und durchstreifen das Gebiet. Hier mal wieder normal. Der Mördermeister verlangt, dass die Menschen aus dem Hafenviertel vertrieben. Achso, das ist die. Das ist meine Questmission. Wir machen mal Kundschafter entsenden. Schwer, hoch, gering. Ja, schwer hatte ich in der Vergangenheit immer geschafft. Ich glaube, das wäre dann vielleicht mal ein guter Einstieg. Und wir machen mal die Mission starten. Starten und aufstellen. Believing yourself alone in what was a residential district, you spread your warband to ransack the nearby houses. Just as your warriors are starting to explore the buildings, however, an enemy warband arrives, ready to attack your dispersed forces. Der redet wie die ganze Zeit dazwischen, sodass ich nicht reden darf. Schon klar. Und wir schauen uns erstmal die Map an. Wenn ich wüsste, wie das ging. Ja, auf Shift, genau. So, und hab über viele Spawnplätze. Meine Fresse. Warum habe ich denn so viele Spawnplätze? Das sehe ich doch sonst nicht. Die irren Wirte. Könnten Menschen sein. Oder auch nicht. Beute, Moorstein. Oh, der hat nur ein Spawnplatz, der Gegner. Ja. Ja, dann. Keine Ahnung. Kann ich ja eigentlich wenig falsch machen. Außer
Ich teile denen irgendwelche komplizierten Spawnplätze zu, versteht ihr? Wo ich schwierig rauskomme. Bin mal gespannt, wie das wird. Ich habe Mordheim jetzt ein paar Monate nicht gespielt. Und heute ist übrigens der 27.07., also auch wirklich das Datum, an dem ihr die Folge seht. So, eigentlich wäre jetzt das Beste, es von den Moorsteinen zu sammeln, wa? Da wird man sicherlich hier begegnen, auf dieser Höhe. Bei ihm ist gar kein Moorstein. Nur bei mir irgendwie. Jo, hier ist es ja schon. Oh. Ja. Sehr gut. Für euch ist die Quali, glaube ich, diesmal besser vom Bild, da ich einiges an meiner OBS-Software geändert habe. Ah, verdammte Falle. Immer übersehe ich die Scheißdinger. Sehr ärgerlich. Da ist auch eine Falle wieder. Diesmal habe ich sie aber gesehen. Wen haben wir denn da? Da unten steht das. Geris. Aber ich sehe nicht, was das für eine Klasse ist. Sieht aus wie einer von Klu-Klux-Klan. Mit so einer Kapuze auf. Kann ich hier irgendwo da durch? Nein, nicht durch die Falle. Nee, kann ich nicht. Weil das eigentlich gerade ziemlich schwachsinnig ist, was ich hier mache. Oder? Denn dann. Na gut, der Warpstein ist natürlich hier. Ah, hier ist auch noch ein bisschen was. Also ist übrigens hier ein Gift für den Krieg. Oh, da drüben sind ja schon 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, du schaffst es. Sehr gut. Sind die Feinde aber ziemlich nah schon diesmal. Kann ich da auch noch hoch? Nein, keine blauen Punkte mehr. Hinunterspringen? Nein. Wahrnehmung, Beobachtungshaltung, ja. Krass, wie nah die Feinde hier diesmal sind in dem Level. So, das ist glaube ich mein Boss.
Jetzt wird er geblockt, ne? Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht, ey. Ja, das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hätte, mich selber zu blocken hier drin. Ah, wisst ihr was? Verzögern. Jetzt ist der später dran. Oh, das ist wohl der Boss. Chaos Baba. Okay, wir spielen also gegen Chaos. Initiat. Jetzt sehe ich das auch, wie die. Rechts steht das, wie die heißen. Initiat. Ach, hier können die durch. Das ist ja gefährlich. Oh Mann, ich schon wieder eine Falle. Damit trete ich in die scheiß Fallen, aber Mordheim ist leider voll davon. So ein riesiger Komet einschlägt. So, der war verzögert. Nein, nicht in die Falle. Oh, hier sind wirklich viele Fallen. Wenn ich da oben hochgehe, was bringt mir das dann? Die Frage ist, ob ich auf der anderen Seite wieder runterkomme. Aber ich war eh nicht genug in Reichweite mit meinen Schritten. Falsche Richtung. Hier ist noch eine Beute. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Nee, komme ich natürlich nicht hin. Das ist ein ganz anderes Gebäude. Das ist das Nebengebäude. Huch, schon wieder eine Falle. Ja, ich würde sagen, ich bleib hier erstmal defensiver. Die KI ist eigentlich immer sehr aggressiv in dem Spiel. Aber man sollte auch nicht so viel riskieren, gerade deswegen. Ja, du spawnst ja bei der Beute. Mal sehen, was da drin ist. Eine Armbrust und Buckmanns Bier. Hat sich ja nicht gelohnt. Armbrüste können nämlich nicht von Skaven eingesetzt werden. Hier ist auch noch eine Beute. Gegenmittel und Sigmaritenhammer. Ja. Den Sigmarhammer können wir ruhig da drin lassen. Was brauchen wir als Käfer nicht? Aber weiter kann der leider nicht. Jetzt ist er noch mit drei weiteren Charakteren am Zug. Habe ich eigentlich schon mal gegen das Chaos gekämpft? Bin mir da jetzt gerade selber nicht sicher. Ich glaube schon, oder? A new round has started.
Neue Runde und der Gegner beginnt wieder. So wie ich das sehe, kommt er mit einigen gar nicht so schnell hinterher. Von daher ist eigentlich jetzt der Zeitpunkt perfekt, um anzugreifen. Aber sein Held, was ist das? Kann ich nicht sehen, lol. Also ein Held, sein Chaos-Verwalter, kann natürlich einiges ab, wa? Also sein Held, sein Kommandant, die werde ich beide so schnell nicht down kriegen. Aber ich werde es versuchen. Natürlich ist eine Überfallstellung. Hat eine höhere Chance. Autsch. Von wo wurde ich jetzt beschossen? Weiß ich nicht. Aber da steht einer beim Warpstein. Allerdings auch in der Überfallstellung, aber wir können mächtigen Sturmangriff machen. Ach, der hat ja einen Bogen. Dann war er in der richtigen Posi wohl in der Beobachtungsstellung. Tja, du kannst da leider nicht hingucken. Giftkugel. Die Pistolen kann ich jetzt nicht nochmal einsetzen. Oder? Nee, wieder zurück am besten. Er zieht sich zurück. Er soll mein Gift fressen. Oh Mann, ist er erstmal abgehauen. Das hätte ich nicht von ihm erwartet. So eine Blamage. Ja, zu den anderen. Jetzt ist die Frage, ob ich den hier auch noch mit angreifen kann. Mit dem hier, den ich gerade habe. Weil das sah nämlich ziemlich kritisch aus. Ich glaube, da kam ich nicht durch. Hey, sag mal. Ist das nicht der von eben? Oder ist das ein anderer Bogenschütze? Ich versuche jetzt erstmal hiermit durchzukommen, aber nein, geht nicht. Ich kann den nicht mit angreifen. Ich
Du brauchst dich jetzt nicht verstecken, ich sehe dich. Ach, das ist der von eben. Ich sehe die Lebensenergie. Ja, dann hole ich mir den jetzt. Sturmangriff. Dann nutzt er seine Überfallhaltung auch nix. Kann ich nicht nochmal angreifen? Nö, kann ich nicht. Werde ich wohl nicht hochkriegen da. Das kann ich knicken. Hä, welche sind jetzt dran? Ach, du bist dran. Das ist immer wichtig. Mursteinfragment. Frage, ob ich durch das Gift durchgehen soll, ob ich überhaupt noch bis zum Chaos-Barbaren komme. Mit einem blauen Punkt. Ich schaff's mit Sturmangriff. Oh, der Chaos-Vor war es echt gut, aber er ist auch ein Held. Es wird nicht einfach, den zu knacken. So, du sammelst hier auch nochmal Moorstein ein. Das kann ich nicht einsammeln, weil das im Kreis ist. Und dann würde ich sagen, gehst du hier mal in Überfallhaltung und savest den Giffin-Krieger. Würde der hinkommen bis zum Helden? Ich glaube nicht, wa? Aber ich könnte davor in die Überfallhaltung gehen. So versuchen, den anderen zu schützen. Ach, jetzt bist du ganz dran. Du bist ja wirklich ganz am Arsch der Map. Ich glaube, jetzt ist die KI noch mit einigen dran. Ja, vier Stück. Da könnte noch ein Angriff kommen. Wie sollte der andere den schützen mit Überfallhaltung, aber irgendwie stand ich da wohl doch zu weit weg. A new round has started. Boah, wie viele da kommen. Es wird ein pures Gemetzel hier jetzt. Und ich habe keine Ahnung, ob ich diesen Kampf gewinnen werde. Super.
Wer ist betäubt? Das ist schon mal sehr gut. Deine Giftkugel, die brauche ich auf jeden Fall. Eigentlich brauche ich die gegen den Helden. Ich kann den Gift für den Kugelier jetzt machen und alle, die dann da durchgehen, die werden dann auch vergiftet. Einschließlich der vor mir. Ich glaube, so mache ich das. Von da oben könnte ich mit den Pistolen schießen. Aber erst ab nächster Runde. Wahrnehmung. Er löst sich schon wieder. Jetzt greift er irgendeinen von hinten an. Mir nicht entkommen. Ach verdammt, jetzt habe ich eine Falle vor mir. Egal, Sturmangriff. Das war's für ihn. Plündern. Soll ich das nicht einsammeln? Nee, das glaube ich nicht. Ein Schwert. Schwerter können Skaven auch benutzen. Ja. Autsch! Mann! Du blöder Skaven! Kann ich den nicht noch angreifen? Nee. Kann ich leider nicht. Nicht meinen eigenen plündern. Ja, kann ich. Oh, ich bin schon voll. Ausweichhaltung 0. Von da könnte auch einer kommen. Oder ich
greife hier mit an. Oh, hier habe ich einen Humorstein. Oh, hier ist auch überall mein Gift, ne? Ich glaube, mit einem bleibe ich lieber hier. Einer von hinten kommt. Irgendwie habe ich mich ziemlich viel selbst vergiftet. Ja klar, aber dann eben was von 88%. Sagt, da kommt einer von denen. Wofür habe ich jetzt die Überfallhaltung gemacht? Das hätte doch eigentlich klappen müssen. Fliehen, Gegenmittel. Brauche ich ja nicht. Die normalen Gefolge, die dürfen immer nur einmal angreifen. Das ist aber bei den anderen auch so. Also bei der KI. Da kommt er nicht ganz hin. A new round has started. Okay, neue Runde. Faust. Er heißt Faust. Faust ist am Zug. Ja, was macht Faust so Schönes? Komisch, dass ich den ganzen Giftschaden abbekomme und der andere nicht. Er kann mehrmals angreifen, es sei denn, er macht den Sturmangriff. Weil es ein Held ist. Ich verwechsel immer meinen Helden und meinen Anführer. Ich glaube, der mit den grünen Klingen ist aber der Anführer. So, hinunterspringen will ich hier nicht. Ich will die Pistolen einsetzen. Irgendwie darf ich das nicht, weil hier zu viele blaue Dinger sind. Oder ich kletter da nochmal hoch. Vielleicht kann ich von da oben schießen. Pass auf, das klappt jetzt nicht. Doch, steht ja schon Erfolg. Ich kann hier nicht schießen. Doch. Von hier auf den Helden, geil. Ah, verfehlt, lol. Da ist einer drin. Okay. Den Helden habe ich eventuell bald down. Wieder betäubt, sehr gut. Ja, das sind meine Giftklingen und ausgewichen. Oh, der ist super. Super, ey. Alles super gemacht.
Komm, jetzt werden wir es. Jawohl. Er ist ein Heldenlos. Jetzt hat er weniger Moral. Das seht ihr oben links. Weil er jetzt dort oben 44 hat. Und ich habe 55. Kann ich mich nicht noch bewegen? Fliehen. Ich müsste mich lösen. Ne, geht aber nicht. Oh, der hat einen Zweihänderhammer. Der macht viel Damage. Ja, ich glaube, gegen den brauchst du Pereira-Haltung nichts. Nicht versuchen, wa? Aber das andere ist ja auch Schwachsinn. Mit Ausweichen 0. Gerade ziemlich oft. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich habe gerade eine Glückssträhne. Und er nicht. Geil, er ist wieder betäubt. Ich liebe es. Ah, der macht nicht so viel Damage mit seinem Schwert. Der mit den großen Hammer, der macht viel mehr Damage. Das ist jetzt nicht so gut. Dass mein Held hier so viel Damage kriegt. So, einer ist noch dran. Das war, glaube ich, der im Haus. A new round has started. Oh, keine Ahnung, was der gemacht hat. Habe ich hier nicht irgendwie so ein Gegengift? Nee, habe ich nicht. Diese Waffen hier, die machen etwas mehr Schaden als da drüben diese Giftklingen. Aber die Giftklingen, die machen halt dafür im Nachhinein Schaden. Von hier oben auch wieder nicht abschießen. Echt scheiße hier. Minus 4, es geht ja noch. Wen kann ich denn jetzt schießen? Ach, auf den geht sehr gut. Minus 46 und betäubt. So will ich das sehen. Ausweichhaltung. Machen wir. So, wir plündern mal. Sollte irgendwelche Chaos-Symbole mitnehmen. Wie sehe ich denn die Missionsziele nochmal? Tab. Vom Bjarke und von Dorjan. Bjarke. Q.
Plunderrad. Objective completed. Objectives updated. Somit haben wir wenigstens einen Bonus hier abgeschlossen. So, du bist fertig. Wenigstens einmal getroffen. Damit ist er down. Moment. Plündern. Nichts dabei, was mir hilft. Sieht ziemlich schlecht für ihn aus. Der ist jetzt auch gleich down. Sieht sehr gut für mich aus. Auf ihn hier. Buckmanns Bier steckt übrigens die Moral, falls euch fragt, wofür das ist. Naja, ja, mach du, Mann. A new round has started. Neue Runde und er ist kurz davor zu fliehen. Ich habe bisher Verluste 1, falls überhaupt ganz tot sein wird. Meistens überleben die Mission doch noch. Da gibt es so eine prozentuelle Wahrscheinlichkeitschance. Das war's, mein Freund. Ist glaube ich noch einer. Da oben ist auch noch ein. Na. Aber ich widme mich jetzt hier den beiden zu. Wenn ich die beide dann da auch noch mal erledige, dann sollte der eigentlich fliehen. Ja gut, springen wir hier ruhig runter. Tschüss. So will ich das sehen. Nein, ich wollte zurückgehen wegen Sturmangriff. Oh, Mann, immer diese Fallen.
Sturmangriff hat zwar den Vorteil, dass dann seine Überfallhaltung nichts bringt, aber dafür kann man dann noch irgendwie nur einmal angreifen, habe ich gemerkt. Was war denn hier drinne? Ach, das ist sinnlos. Beziehungsweise nutzlos. Ja, da kann ich nicht noch von vorne mit angreifen, weil... da kein Platz mehr für mich ist. Ich glaube, den kann ich jetzt hier auch nicht mehr mit angreifen. Nee. Erfolg. Tja, war aber mit wenig Reichweite. Toll, Erfolg. Und ich sehe das, was ich vorher auch schon gesehen habe. Wunderbar. So, wir bleiben hier in der Überfallhaltung. Holen wir uns den zu dritt. Ey! Ein Sieg. Und wir haben sogar einen Bonus-Ziel erfüllt. Wow. Und diejenigen, die schon mehrere Folgen geguckt haben, die wissen, dass hier ein Sieg nicht immer selbstverständlich ist in Mordheim. Das ist wirklich auch eine Glückssache. Ja, ja, genialer, schlauer Fisch führen Kriegerbande zum Sieg, töten, erschlagen alle Feinde, stehlen, schlafen, viel Wurfstein, Mördermeister sicher glücklich zufrieden. Murderlord will be happy pleased. So wollen wir das sehen. So, der Missionsbericht. Was? Außenseiterbonus, achso. The gods are with you. Außenseiterbonus, warum bekomme ich Außenseiterbonus? Hatte ich vorher in der Mission schon wieder verloren oder was? Oh, plus zwei Fertigkeitspunkte, plus ein Offensivpunkt. Nice. Nice progress. Ja, auch neue Punkte. Ja, die bekommen alle neue Punkte. Kann nicht gleich viel vergeben. Nice. Jawohl, und er ist wieder zurückgekommen. Der Krieger hat nur ein paar Schrammen und blaue Flecke davon getragen. Er wird nicht einmal eine Narbe als Erinnerung an seine Verletzung zurückbehalten. Und somit bekommt er doch 2 EP für das Überleben der Mission. Das ist ja cool. Und die ganze Kriegerbande bekommt auch nochmal 2 EP. Für den Schlachtfeldsieg. Alte Gegenstände, 9 Goldkronen, nicht besonders viel. Greta Segen, ich denke dabei immer an Greta Thunberg, scheiße. Moorsteinsplitter 6, Moorsteinfragmente 5, Moorsteinklumpen 2, oh, das bringt ordentlich Kohle. Eine Armbrust, Buckmanns Bier, Gegenmittel, Schwert. Jetzt haben wir 129 Gramm Warpstein. Und jetzt müssen wir erstmal in die Kriegerbandenverwaltung und der neue Aufgabe erfüllt. Ja. Und jetzt müssen wir erstmal alle bezahlen.
den töten tut man nicht umsonst. So, jetzt können wir noch ein paar Punkte verteilen. Ne, bei ihm nicht. Bei ihm auch nicht. Ja, ist einer verfügbar. Intelligenz. Aufmerksamkeit. Die Chance auf eine erfolgreiche Wahrnehmungsprobe 3%. Den Moralwert. Tja. Dann machen wir immer Moralwert. Oh. So, der nächste. Ja, Stärke wäre schon nice, aber Gewandtheit ist auch wichtig. Zähigkeit mit die Lebenspunkte um 2%, auch nice. Ja. Den geben wir mal Gewandtheit. Den geben wir mal Stärke. So, der hier hat sogar 2 Punkte verfügbar. Machen wir mal einen auf Aufmerksamkeit und hier machen wir einen auf Stärke unbedingt. Da hat er nicht gerade viel. Da hat er hier viel Gewandtheit. Du bekommst. Ja, Genauigkeit brauchst du ja nicht. Ballistische Fähigkeiten brauchst du auch nicht. Jetzt sind wir quasi wieder am Anfang bei den Helden. Oh. Aber einer hatte doch. Einer, der gefallen war, der hatte doch oder hat er dann nicht seine Items verloren? Gehen wir mal alle durch. Ich weiß nicht, ob der dann seine Items verloren hatte. Aber der hier hat nämlich jetzt nur noch ein Schwert. Da kein Schild mehr, oder? Oh, wir können ihnen sogar 2 Schwerter geben. Oh. Ach, das ist ein Dolch, ne? Dolch und Schwert. Ja, es geht natürlich auch die Kombo. Stoffrüstung ist Stoffrüstung. Kann man auch Speer und Schwert kombinieren? Ich versuch das mal. Nee, jetzt hat er nur noch den Speer. Gehen wir wieder Schwertern durch. Das ist mein einzigster damit Schwertern durch. Den erkenne ich dann wenigstens wieder.
Ja, Shuriken. Einige von mir haben auch Shuriken. Das ist wirklich hier der einzige, der eine Helbarde hat. Das ist schon ziemlich cool. Speer und Schild. Das haben die meisten von mir. Speer und Schild. Der hat die Kampfclown. Das hat er als Zweitwaffe. Next, okay. Gut, zurück zur Kriegerbande. Und ich würde sagen, damit bin ich dann auch am Ende dieser neuen ersten Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.